Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zu Pitfall, die verlorene Expedition für die Nintendo GameCube. Insgesamt ist das Spiel so ziemlich auf jeder Plattform damals rausgekommen. 2004 war das. Für die PS2, für die Xbox, für die GameCube, für den PC, sogar für den Game Boy Advance, obwohl da anzumerken ist, dass bis auf die... Huch, da schwingt er gerade durch unser Bild, der Pitfall Harry. Nein, nicht bitte nicht nochmal das Intro starten, danke. Obwohl man da anmerken muss, dass die Game Boy Advance Version bis auf die Story ein komplett eigenes Spiel war, das so dermaßen arschschwer ist, dass ich bis heute dran zweifle, dass es jemals irgendjemand bis zum Ende durchgespielt hat. Und dann später ist es nochmal auf der Wii rausgekommen. Moment, ich kann ja auch einfach hier in das Menü gehen. Da wird das Intro nicht nochmal starten. Ja, ihr seht schon, wir müssen das Spiel leider auf Englisch spielen. Ich wollte es ursprünglich auf der PS2 aufnehmen, weil ich es damals als Kind auch auf der PS2 gespielt habe und damit auch aufgewachsen bin. Also ich würde sagen, das Spiel hat schon einen wahnsinnig großen Teil meiner Kindheit geprägt. Und war so mit Pokémon, würde ich sagen, so eins der ersten Spiele, die mich so wirklich gefesselt hat und die auch meine Liebe für Videospiele quasi entfacht hat. Leider stimmt bei meiner PS2 irgendwas mit der Codierung nicht, beziehungsweise beim Capturen von der PS2. Alternativ die andere deutsche Version wäre auf der Wii, die hat aber Motion Controls. Ich glaube, da muss ich nicht dazu erwähnen, warum wir die nicht spielen, deswegen müssen wir es jetzt auf der GameCube spielen. Da habe ich leider nur die englische Version zur Verfügung, dafür aber mit Breitbild-Hack. Das heißt, wir haben es nicht in 4:3, sondern in 16:9, was auch dazu führt, dass hier gerade die Schrift ein bisschen aus dem Buch rausgeht. Aber ich quatsch schon wieder viel zu viel rum. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins neue Spiel, wo wir gleich bemerken werden, dass die Ladebildschirme auf der GameCube auch etwas, ja, länger sind als auf der PS2. Ich hoffe, dass in der englischen Version der Humor nicht verloren geht, für den ich das Spiel so geliebt habe. Der Humor in der deutschen Version war grandios. Aber wenn's 1:1 übersetzt war, dann wird natürlich auch die englische Version genauso gut sein. Deswegen haltet eure Wörterbücher bereit. Für die, die nicht so gut in Englisch sind. Und wir finden uns hier direkt am Anfang im Kampf gegen diesen brennenden Dämonen-Jaguar-Dings. Oh, habt ihr das gesehen? Sidekick. Wir werden hier einfach voll ins Spiel reingeworfen. Alles steht in Flammen. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber es wird sich alles noch erklären. Zack, komm, hier voll ins Gesicht. Wir können hier im Tutorial eigentlich auch... Ich kann das mal zeigen. Wir können uns auch treffen lassen. Es ist total egal, wir können hier, das ist so quasi der Tutorial-Kampf, wir können hier überhaupt nicht sterben. Ihr seht da oben nur die Leben vom brennenden Dämonen-Jaguar-Viech-Dings. Und er ist besiegt. Er lebt noch. They say that when a giant demon jaguar driven fire dream is about to terminate your existence, your life flashes before your eyes. Actually, no one says that. Not a lot of people have experience with giant demon jaguars. Ich bin immer so zwiegespalten bei den Cutscenes, ob ich jetzt dazwischen quatschen soll oder nicht. Das ist immer so. Also bei der Cutscene gleich werde ich jetzt nicht dazwischen quatschen, weil die ziemlich wichtig ist. Weil so klein meine ich eben. 24 Stunden früher. But that was before I met Bittenbinder. Bernard Bittenbinder. PhD, to be precise. Thought we'd get introduced, since the only ones on this plane to South America seems to be you and a group of... You found that Toltec crystal skull and discovered that light when shined through it actually slows down. That research wasn't ever published. Who are you? Harry. Most people call me... Pitfall Harry. So you assume I'm like most people. What are you doing?
Turning on the charm. This is my medium set. Charm's getting to you, huh? Wir legen eine Bruchlandung nach Vorschrift im Dschungel hin. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt mit Humor meine des Spiels, denn es bleibt ziemlich genau so, wie ihr es gerade eben gesehen habt. Für die Leute, die Pitfall gar nicht kennen, Pitfall ist eine sehr alte Spielereihe von Atari. Es ist von Atari. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und Pitfall, die verlorene Expedition, war so der erste Schritt in die dritte Dimension, alles davor. Ich glaube, der erste Teil war für die Commodore. Wobei, es würde mehr Sinn machen, wenn der erste Teil für die Atari wäre, ne? Das fällt mir gerade... Irgend so ein Uralter im Computer. Ich weiß es nicht mehr. Gab es ein paar Teile. Mittlerweile hat er sogar seinen Weg auf die Smartphones geschafft. Allerdings bei weitem... nicht so bekannt. Ich muss hier ganz kurz abwarten, denn da schwingt die ganze Zeit so ein Affe durch. Aua! Genau deswegen wollte ich abwarten. Wie ihr euch denken könnt, in die Löcher wollen wir nicht fallen. Und von dem Affen wollen wir auch nicht erwischt werden. So. Mund zu. Und... nein! Genau, das. Ich wollte nur demonstrieren, was passiert, wenn wir in die Löcher fallen. Komm, mach auf. Dass ich hier... uah, rüber kann. Double Jump to grab Vines. Hüpf, hüpf. Also mit zweimal A können wir hier drüber springen. Oh, und dann reicht der Sprung auch. Genau, mit C können wir die Dinger aufsammeln. Und es sieht so aus, als wäre hier zumindest... ach. Richtig, die Schreiaffen wollen wir eigentlich nicht aufwecken. Als sei hier zumindest ein Teil des Flugzeugs gelandet. Hier können wir uns einfach durchboxen. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht zu laut. Weil ich deswegen den Dialogen ein bisschen hochgestellt habe. Ein bisschen lauter als in den üblichen Let's Plays. Press. Ach so, ja. So können wir die Kamera fixieren. Und so können wir uns umschauen. Wunderbar. Also das sieht zu aus, da kommen wir nicht durch. Und mit L und R können wir die Kamera um uns rum bewegen. Hier müssen wir uns einfach richtig raustreten können. Zustand des Flugzeugs. Mangelhaft, würde ich sagen. Können wir da, guck mal hier, Free the Explorer. Wir können den Forscher hier befreien. Der uns auch wieder so eine Statue gibt. Explorer Idols haben den Wert von 5 Idols. Die Idols werden wir später brauchen, um uns Fähigkeiten freizukaufen. Dazu aber, wenn wir soweit kommen. Das Spiel an sich ist ein 3D-Action-Adventure mit Jump-and-Run-Einlagen, würde ich sagen. Das ist immer so schwer, so ein Genre zu beschreiben. Aber ihr werdet gleich... huch, hier müssen wir gleich schnell durchschwimmen, denn ihr seht... wenn wir Arm eschen, können wir auch ganz schnell hier durchschwimmen. Da sind Piranhas im Wasser, von denen wollen wir uns natürlich nicht erwischen lassen. So, hier mit dem Flugzeug können wir nichts anfangen. Hinter dem Wasserfall ist theoretisch eine Höhle. Da kommen wir nicht weiter, aber ich meine da auch ein Idol gesehen zu haben. Ja, guck mal, das können wir uns auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Hier, ja, ich gehe mal ganz kurz rein, um es gezeigt zu haben. Allerdings bringt uns das
Noch nichts. Hier kommen wir noch nicht weiter. Denn das Wasser hier steht unter Hochspannung. Da brauchen wir einen Fluss, um da durchzukommen. Deswegen da kein Weiterkommen für uns. Ladebildschirm. So. Dann ganz schnell wieder zurück auf die Insel. Ihr seht da hinten im Eck schon wieder ein Idol. Allerdings, ja, sind da ein paar Krokodile im Weg, die wir aber auch zu unserem Vorteil nutzen können. Komm, das nehmen wir mit. Ich meine, nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, war das knapp. Die können uns natürlich auch fressen. Was wären Krokodile in einem Spiel ohne den gewissen Aggressionsfaktor? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach so, habe ich... Nein! Nein! Ach ja, so schleiche ich. Indem ich einfach... Nein! Das ist gar nicht gut, dass der Schreiaffe wach ist. Wir haben nicht viele Leben. Ich muss den mal... Das gibt's doch nicht. Wie lange schreit er denn? Ich muss den ganz kurz resetten. Sonst gibt's da, glaube ich, kein Weiterkommen, beziehungsweise kein angenehmes Weiterkommen für uns. Jetzt ist er wieder eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie weit ich laufen darf und wann ich losschleichen muss. Komm, schleich, Harry. Schleichen. Wir müssen schleichen, Charlie. Schleichen. Nein, er ist aufgewacht. Ah, renn! Renn! Ah, aua! Aber hier ist eine Quelle, die füllt unsere Leben wieder auf, wie ihr seht. Oh, der ist ausgenockt. Das wollte ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich den ausgenockt habe. So, hier haben wir Schamanen. Bei den Schamanen. Wake up! Wake up! Bei den Schamanen können wir uns extra leben oder für unsere Flasche. Die Flasche haben wir noch gar nicht. Spiel, hör auf zu spoilern. Smash Strike. Wir haben schon 8 Idols. Können wir uns hier eben Boni dazu kaufen? Komm, ein extra Leben. Ist, glaube ich, das Beste. Ich würde ganz gern auf den Smash Strike sparen. Brauche ich nicht. Danke, Spiel. Ah, rechts oder links? Wir müssten doch eine Karte haben wir von Anfang an, ja. Die uns absolut nichts sagt. Sehr gut. Aber hier kommen wir eh noch nicht weiter. Da brauchen wir Dynamit zu. Oh, hier bin ich früher so oft runtergefallen. Aber mittlerweile habe ich natürlich Skill, da passiert mir sowas nicht mehr. Skill, wenn man das so heutzutage nennt, was ich hier an den Tag lege. Aua! Ich wollte nur demonstrieren, was passiert, wenn ich von Krokodilen gefressen werde. Alles Demonstrationszwecke. So, schwupp. Und hier herein in den Dschungel. Zum Punchan-Schrein. Richtig, mit Y können wir rollen. Wunderbar. Ah, es geht doch recht flott hier vorwärts schon. Ich bin sehr zufrieden. So, gibt es hier irgendwas für uns? Nein. Dann müssen wir... Oh. Ah. Den Affen hat es ein bisschen ausgenockt. Achso, da können wir uns einfach drüber kugeln. Wunderbar. Hier haben wir die Problematik, dass genau das die Platten unter uns zusammenbrechen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gab es da unten irgendwas für uns? Bringt es uns was darunter zu? Nein. Außer unendliche Tiefen gibt es da überhaupt nichts für uns. Das heißt, da machen wir aus Prinzip schon mal einen großen Bogen außenrum. Hier haben wir wieder eine heilende Quelle.
die sind auch... sehr großzügig verteilt, wollte ich sagen. Dann wurde ich von einem gruseligen Dschungelmann angegriffen. Halt, das war falsch, ne? Das war falsch rum. Ich muss... Moment, wo fährt die hoch? Fährt die da drin hoch? Ja. Nee, nee, ich war falsch. Sorry. Sorry, wir müssen... doch auf der anderen Seite anfangen. Wir müssen das zuerst hochlassen. Damit es natürlich am niedrigsten ist. Macht absolut Sinn. Ich habe nur gar nicht mitgedacht. Und dich als letztes. Und jetzt sollten wir mehr als genug Zeit haben, da hochzuklettern. Wunderbar. Sehr schön. Harry, danke. Es war interessant. Moment. Ach so, L, nicht... Na, nicht Z. Da kann ich nach oben und unten gucken. Und ein Blick nach unten verrät uns... Da ist ein Forscher, für den brauchen wir aber eine Fackel. Wo können wir uns denn hier hin kugeln? Okay, hier ist nur ein Statue. Ah! Aua. Ah, den Arm können wir noch nicht befreien. Dazu sind die Spinnweben zu stark. Das sind Titanium-Spinnweben. Zum Plane Cockpit. Dann würde ich aber sagen, soll es das erstmal gewesen sein für die erste Folge Pitfall, die verlorene Expedition. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.